Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautballons, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu einer gesunden Haut. Die heutige Podcast-Folge ist eine Folge von geballtem Ernährungswissen, denn du bekommst heute ganz viel Wissen rund um das Thema entzündungshemmende Ernährung. Wir schauen uns erstmal an, was Entzündungen überhaupt sind. Dann schauen wir, wo überhaupt entzündungsfördernde Lebensmittel in deinen Körper gelangen. Und wir blicken auch noch auf die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, denn die sind ja bei antientzündlicher Ernährung eine ganz zentrale Schlüsselrolle. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Am besten schnappst du dir doch ein kleines Notizbuch, um mitzuschreiben. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, ist, wenn du mir noch schnell jetzt oder im Anschluss eine Bewertung dalässt, damit dieser Podcast wachsen kann und ganz viele darauf aufmerksam werden. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Los geht es! Als erstes lass uns mal schauen, was eine Entzündung überhaupt ist und warum dein Körper Entzündung produziert. Denn eine akute Entzündung ist eine wirklich wichtige Maßnahme von deinem Immunsystem. Durch die Entzündung bekämpft dein Immunsystem einen schädlichen Reiz, wie zum Beispiel Krankheitserreger, und sobald der Reiz wieder beseitigt ist, verschwindet auch die Entzündung. Wenn du dir jetzt eine Mittelohrentzündung zum Beispiel mal anschaust, dann reagiert dein Körper in diesem Fall auf den Krankheitserreger der Mittelohrentzündung. Und ja, das Ohr schwillt an, es wird rot, vielleicht eitert es auch. Also das sind alle die Prozesse der Entzündung, die dann entstehen. Und vielleicht kommt es auch zu Fieber, um den Krankheitserreger zusätzlich zu schwächen. Und ja, wenn der Krankheitserreger wieder beseitigt ist, dann ist dein Ohr auch wieder in Ordnung, nichts tut weh, es ist nicht mehr rot und die Entzündung ist abgeklungen. Also das ist eine akute Entzündung, die beginnt, sie hat ihren Krankheitsverlauf und dann ist sie auch wieder verschwunden. Bei chronischen Entzündungen allerdings bleibt die Entzündung dauerhaft bestehen. Also der Körper ist so weit aus der Balance geraten, dass die Entzündung nicht mehr abklingt, sondern in dir brodelt dauerhaft ein kleines oder auch großes Entzündungsfeuer. Und dadurch wird das Immunsystem überfordert und geschwächt, denn es ist in ständiger Bereitschaft, Entzündungsprozesse zu produzieren und zu kämpfen. Und aus dieser Überlastung des Immunsystems wiederum können verschiedene Krankheiten entstehen. Und die Neurodermitis zählt auch zu den Krankheiten mit chronischen Entzündungen. Und deshalb ist es so wichtig, deine Ernährung daraufhin anzupassen, sodass du über die Ernährung entzündungshemmend beisteuern kannst, um die Entzündung zu minimieren. Denn Ziel ist es wirklich, die Entzündung im Körper zu reduzieren und vor allem auch neue Entzündungen zu stoppen. Und wenn du dich jetzt als nächstes fragst, ja, okay, das macht alles Sinn, doch wie kann ich es tun, beziehungsweise auf was sollte ich achten, wollen wir nämlich jetzt als nächstes mal einen Blick auf die Lebensmittel werfen, die Entzündungsprozesse fördern können. Und all diese Lebensmittel sind somit für deine Heilung deiner Haut kontraproduktiv. Deshalb empfehle ich, dass du vorerst auf diese Lebensmittel verzichtest oder sie nur sehr gering dosiert einsetzt bzw. wirklich nur in kleinen Mengen isst, um wirklich hier antientzündlich auch wirken zu können. Also wir wollen in erster Linie alle die Lebensmittel streichen bzw. minimieren, die Entzündungsprozesse fördern. Und zu diesen Lebensmitteln zählen zum einen die Milch und Milchprodukte, aber auch Fleisch, vor allem hier das Schweinefleisch. Es zählen aber auch Eier dazu, sowie Zucker und alle zuckerhaltigen Lebensmittel und alle Fertiglebensmittel, die auch Konservierungsstoffe enthalten, aber auch Weizen, sowie Sonnenblumenöl, Distelöl, Kürbiskernöl, Maiskeimöl, Sojaöl und auch Paranüsse. Und wenn du jetzt diese Liste hörst, dann denkst du vielleicht so, das kommt mir bekannt vor, irgendwie sind es doch immer die gleichen Lebensmittel, die nicht so richtig gut für uns sind. Und ja, so ist es auch, denn all diese Lebensmittel, also fast all diese Lebensmittel, erzeugen auch Säuren in unserem Körper. Also wenn du die Folge zum Säurebasenhaushalt noch nicht gehört hast, dann hör sie auch mal an. Denn all diese Lebensmittel würde ich auch nicht empfehlen, wenn es darum geht, eine basische Ernährung für dich zu integrieren. Somit siehst du, dass es doch sehr alles zusammenhängt und ja, manche Lebensmittel einfach nicht optimal für unseren Körper und deine Haut sind.
Und jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für dich, denn du kannst jetzt mal direkt überlegen, wenn du diese Liste an Lebensmitteln gehört hast, welche Lebensmittel aus deinem Alltag entzündungsfördernd sind. Isst du noch entzündungsfördernde Lebensmittel? Wenn ja, welche sind das? Mach dir mal eine kurze Liste oder vielleicht gehst du es mal kurz im Kopf durch oder notiere sie dir am besten direkt, damit du auch einen Überblick bekommst, was bei dir so los ist und wo du deine Ernährung auch noch anpassen kannst. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Bedeutung von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Denn diese beiden Fettsäuren haben eine ganz besondere Bedeutung innerhalb der entzündungshemmenden Ernährung. Und dabei geht es darum, dass es um das richtige Verhältnis dieser Fettsäuren geht. Also keine der Fettsäuren ist jetzt wirklich schlecht oder deutlich besser, sondern es geht wirklich um das Verhältnis dieser Fettsäuren in deinem Körper. Die Omega-3-Fettsäuren, dazu zählen die ALA, EPA und DHA, gehören zu den essentiellen Fettsäuren. Das heißt, sie müssen wirklich über die Nahrung aufgenommen werden, denn dein Körper kann diese Fettsäuren nicht selber oder nur in sehr kleinen Mengen herstellen. Und deshalb ist es auch super wichtig, die aufzunehmen, damit dein Körper ausreichend Fettsäuren von Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung hat und diese dann auch weiter verarbeiten kann. Und die Omega-3-Fettsäuren sind die Fettsäuren, die Entzündung verhindern und sie helfen auch dabei, bestehende Entzündungen zu minimieren und zu stoppen. Und wenn man es so vergleicht, ist der Gegenspieler zu diesen Omega-3-Fettsäuren die Omega-6-Fettsäuren. Denn die Omega-6-Fettsäuren wirken entzündungsfördernd. Und das bedeutet, wenn zu viele Omega-6-Fettsäuren in deinem Körper ankommen, werden Entzündung und damit auch die Neurodermitis befeuert. Du kannst es dir so vorstellen, dass du durch die zu hohe Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren immer mehr Öl ins Feuer schüttest, im wahrsten Sinne des Wortes, oder auch immer mehr Holzscheide in dein Entzündungsfeuer legst und es somit immer wieder anflammt und immer wieder hochlodert. Und damit deine Haut wirklich eine Chance auf Heilung bekommt, ist es wichtig, diese Entzündung in deinem Körper zu stoppen. Um das zu erreichen, musst du dein Fettsäureverhältnis optimieren. Also wirklich zu schauen, dass du mehr Omega-3-Fettsäuren aufnimmst als Omega-6-Fettsäuren. Denn jetzt geht es darum, diese Fettsäuren in Balance zu bekommen. Und bevor du jetzt Angst bekommst vor den Omega-6-Fettsäuren, möchte ich dir nochmal sagen, dass es hier wirklich nur um das richtige Verhältnis geht. Denn Omega-6-Fettsäuren sind nicht per se schlecht. Sie sind auch essentiell und werden von deinem Körper benötigt, sondern es geht wirklich um das Verhältnis in deinem Körper. Und das optimale Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 ist so ungefähr bei 3:1. Und wenn deine Haut wirklich akut entzündet ist, ist es auch sinnvoll, das Fettsäureverhältnis von 2:1 oder leicht darunter sogar anzustreben. Also, dass man wirklich den Körper noch ein bisschen mehr entzündungshemmende Fettsäuren zur Verfügung stellt. Und warum das so wichtig ist, das möchte ich dir jetzt auch nochmal erklären. Denn der erste Schritt für eine bessere Omega-Balance ist, dass du nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren isst. Und das kannst du machen, indem du die Produkte, die ich dir eben auch schon genannt habe, meidest. Aber vor allem meidest du Sonnenblumen oder Distelöl. Denn diese beiden Öle haben wirklich ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Und der Grund, warum es so wichtig ist, das Verhältnis zu optimieren, liegt in unserem Stoffwechsel. Denn bei allen Omega-Fettsäuren, da wird das gleiche Enzym verwendet, um von unserem Stoffwechsel überhaupt aufgenommen zu werden. Also beide Fettsäuren, Omega-3 als auch Omega-6, benötigen ein Enzym, um von uns oder dem Stoffwechsel aufgenommen zu werden, also in unser System zu gelangen. Und wenn jetzt zu viele Omega-6-Fettsäuren in unserem Körper sind, dann besetzen sie dieses Enzym und die Omega-3-Fettsäuren kommen gar nicht mehr in unserem Körper an. Also du kannst es dir so vorstellen, du hast das Enzym, das ist wie so ein kleines Taxi und da steigen jetzt die ganzen Omega-6-Fettsäuren ein und fahren damit los in deinem Körper. Und jetzt kommen die Omega-3-Fettsäuren und für diese stehen keine Taxen mehr zur Verfügung und damit können sie nicht weiterfahren, sie bleiben einfach draußen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt schaust, dass du auch für die Omega-3-Fettsäuren genügend Taxen zur Verfügung hast. Und das erreichst du am einfachsten, indem du sagst, okay, die Omega-6-Fettsäuren kommen erst gar nicht mehr her. Die können meine Taxen gar nicht belegen.
und achte dabei unbedingt darauf, beim Kauf von Ölen auf gute Qualität mit einem guten Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Da steht auch ganz häufig auf den Verpackungen drauf, oder du kannst auch nochmal recherchieren, welche guten Öle es gibt, die wirklich ein gutes Verhältnis haben, und dann wirst du auch erkennen, dass Sonnenblumenöl und Distelöl nicht gut geeignet sind, um wirklich das Fettsäureverhältnis auszubalancieren. Jetzt schauen wir auch nochmal darauf, wieso es überhaupt so schwer ist, dieses optimale Verhältnis zu erreichen. Und während unsere Vorfahren in der Steinzeit noch überhaupt keine Probleme mit dem optimalen Fettsäureverhältnis hatten, wird es für uns doch immer schwieriger. Denn früher sah die Ernährung so aus, man hat sich von Nüssen und Samen ernährt, von frischem Gemüse, von Blättern, von Kräutern und vielleicht auch von Fleisch, während heute doch sehr viel Fertiggerichte im Einsatz sind und sehr viel mit Sonnenblumenöl auch gearbeitet wird. Auch in der Industrie, in der Lebensmittelindustrie wird vorwiegend Sonnenblumenöl eingesetzt, weil es einfach billig ist, und wir essen auch viel Wurstwaren, Fleischwaren, Süßigkeiten und viel Brot, viel Weizen, also all das, was eher entzündungsfördernd ist, lässt leider auch das Omega-3-Fettsäure-Verhältnis aus der Balance geraten. Es führt einfach dazu, dass unsere normale Ernährung, also wenn wir uns nicht wirklich damit beschäftigen, ein deutlich mehr Omega-6-Fettsäuren liefert, als wir es eigentlich bräuchten. Denn in fast allen industriell hergestellten Produkten ist, wie bereits erwähnt, billiges Sonnenblumenöl enthalten. Und jetzt nochmal zum Verhältnis. Also Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von Sonnenblumenöl ist 120 zu 1. Also es kommen 120 Omega-6-Fettsäuren auf eine Omega-3-Fettsäure. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, du solltest ungefähr ein Fettsäureverhältnis von 3 zu 1 anstreben, und du erkennst schon, das macht mit Sonnenblumenöl einfach keinen Sinn. Und Leinöl im Vergleich kommt auf ein Verhältnis von etwa 1 zu 3. Also es enthält im Durchschnitt 10 bis 20 mal mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren. Deshalb wirklich nochmal ein Hinweis: meide Sonnenblumenöl und alle Produkte, die Sonnenblumenöl enthalten. Und allein das kann eine wirkliche Herausforderung sein. Wenn du irgendwas in einer Konserve eingelegt suchst, zum Beispiel auch getrocknete Tomaten, sind sie häufig in Sonnenblumenöl eingelegt. Und ist wirklich, also Sonnenblumenöl ist wirklich fast überall drin. Achte mal beim Einkauf darauf, wo es überall drin steckt, und versuche wirklich, diese Produkte zu vermeiden. Und um den Omega-3-Bedarf zu decken, achte auch bei der Zusammenstellung deines Essens darauf, bewusst folgende Lebensmittel zu integrieren. Also du kannst Saaten und Saatenöle nutzen, wie zum Beispiel Leinsamen oder Chiasamen, oder auch Walnüsse einsetzen. Und auch in Algen steckt gutes Omega-3 drin. Vielleicht isst du gerne Sushi, da kann das eine Möglichkeit sein. Auch Kaltwasserfische, wie zum Beispiel Lachs, haben ein hohes Omega-3-Verhältnis. Allerdings ist bei Fisch auch immer zu beachten, wenn du fettreiche Kaltwasserfische isst, wie Hering, Makrele, Lachs und Thunfisch, ist diese Omega-3-Fettsäuren, die sind sehr hitzeempfindlich, und deswegen sollte der Fisch auch schon zubereitet werden, denn es nutzt nichts, wenn du den Fisch jetzt grillst und sehr heiß erhitzt, dann machst du die ganzen Fettsäuren kaputt und dann nimmst du auch wieder nicht genügend Fettsäuren auf. Und beim Verzehr von Fisch solltest du auch darauf achten, dass die Qualität stimmt. Denn wenn du Fisch essen möchtest, kauf ihn möglichst aus biologischer Aquakultur. Denn Wildfische haben oft einen hohen Schwermetallanteil und sind mit Chemikalien belastet. Einfach dem zu Schulde, dass unsere Meere auch belastet sind. Und somit ist Fisch auch mittlerweile nicht mehr allzu einfach, da wirklich gute Qualität zu bekommen. Also setze auch Fisch so in Maßen ein und auch aus guter Qualität. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal an, woher du aus pflanzlicher Quelle Omega-3 aufnehmen kannst. Ich hatte ja schon angesprochen, es sind vorwiegend die Saaten, also Leinsamen, Hanfsamen, aber auch Walnüsse, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und allerdings ist es auch so, dass der Körper aus den pflanzlichen Quellen nur sehr wenig der wichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA umwandeln kann. Und darum reicht leider nur Leinöl nehmen nicht aus, um deinen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu decken.
Denn nur in Fischprodukten oder auch in Algenprodukten, da ist wirklich EPA und DHA wirklich gut in hoher Verfügbarkeit enthalten. Also rein Leinöl ist leider nicht ausreichend als Lieferant für Omega-3-Fettsäuren. Es reicht also nicht aus, wenn du nur Leinöl zu dir nimmst. Du brauchst also unbedingt noch eine Omega-3-Fettsäure aus Fisch- oder Algenprodukten, um diese zu supplementieren. Und es ist nämlich wirklich schwierig, allein über die Nahrung ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Und durch die chronischen Entzündungsprozesse in deinem Körper, wenn du Neurodermitis hast, braucht dein Körper einfach viel mehr Omega-3-Fettsäuren als ein gesunder Mensch. Und selbst ein gesunder Mensch schafft es kaum, den Omega-3-Fettsäurebedarf zu decken. Und deswegen empfehle ich dir wirklich aus tiefstem Herzen und aus Überzeugung, dass eine Supplementierung, also eine Hinzunahme von Omega-3-Fettsäuren in Form von Öl oder auch Kapseln auf jeden Fall notwendig ist, wenn du Neurodermitis hast oder auch egal, welche entzündliche Krankheit du hast, welche chronische entzündliche Krankheit du hast, ist es wirklich sinnvoll, hier Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Ich bin ein großer Fan von Omega-3-Öl, einfach weil es nicht verkapselt ist und dann dein Darm keine Kapseln mehr verwerten muss. Es ist somit eine direktere Aufnahme der Omega-3-Fettsäuren. Und deswegen kann ich das wirklich da nur empfehlen. Such dir da ein gutes Produkt, das auch gute Qualität hat, wo du Omega-3-Safe auch das produziert wird, also dass die Omega-3-Fettsäuren auch wirklich noch enthalten sind. Und das ist so meine Abschlussaufgabe für dich, dass du jetzt hier nochmal schaust, ob du ein gutes Nahrungsergänzungsmittel für Omega-3-Fettsäuren bereits besitzt, dass du dann sagst, okay, ich nehme es jetzt auch wieder regelmäßig, weil es nützt ja nichts, wenn du es besitzt und es nicht nimmst. Wenn du noch keins hast, dann schau, dass du dir ein hochwertiges Öl oder auch Kapseln, je nachdem, was dir lieber ist, besorgst und dann es auch wirklich jeden Tag zu nehmen. Je nach Dosierung oder je nach Produkt, was du dir besorgst, ist die Dosierung natürlich etwas individueller oder auch etwas anders. Aber schau da auf der Packungsbeilage liegt dann einmal meistens eine Empfehlung bei und wenn die bei sind, kannst du die bei einer chronischen Entzündung auf jeden Fall nochmal verdoppeln. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest ein paar Tipps für dich mitnehmen, wie du deine Ernährung antientzündlicher gestalten kannst. Wie bereits erwähnt, freue ich mich über jede Bewertung bei Apple oder auch auf Spotify. Und wenn du noch Fragen hast zur Folge, dann kommentiere gerne meinen aktuellen Beitrag auf Instagram zu dieser Folge. Dort findest du mich @sarah.hautgesundheit. Ich freue mich, wenn wir auch dort uns verbinden und in Kontakt kommen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und bis bald.